Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Liebe Zuschauer, wie sieht für Sie das perfekte Bad aus? Eine große Badewanne, ein Whirlpool, der Rainfall an der Decke der großen Dusche. Es gibt viele Wunschvorstellungen. Das Thema Badtrends heute bei uns in der Sendung und damit guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Alle weiteren Themen der heutigen Sendung jetzt im Überblick. Baumessen boomen. Im Land der Häuslebauer informieren sich Eigenheimbesitzer immer öfters auf Messen. Und Badtrends 2015. Bodentiefe Duschen, Naturmaterialien und klare Linien machen das Bad vom Nutz zum Wohnraum. Speziell Baden-Württemberg gilt heute immer noch als das Land der Häuslebauer. Die meisten haben den Traum, ein eigenes Haus zu bauen. Wo bekomme ich die richtigen Informationen her? Ein ganz großer Trend sind die Baumessen, denn hier können Sie sich ganz speziell informieren. Im Jahr 2014 hat die Baufreigabe für Baumaßnahmen im Bestand in Baden-Württemberg zugenommen. Knapp 3.780 Wohnungen wurden genehmigt, die durch Umbau, Ausbau oder Erweiterung eines bereits bestehenden Gebäudes neu entstehen sollen. 9% mehr als im Jahr 2013. Ebenso stieg die Neubaunachfrage 2014 bei öffentlichen Bauherren und privaten Haushalten. So die Zahlen des Statistischen Landesamts. Die zeigen, dass die Investition ins Eigenheim im Land der Häuslebauer ungebrochen ist. Nicht verwunderlich also, dass Baumessen immer beliebter werden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz finden jährlich mehr als 500 Messen rund um die Themen Bauen, Wohnen und Handwerk statt. Ein Thema steht dabei oft im Mittelpunkt. Wir haben sehr viele Produkte quer durchs Energiesparen, Energieeffizienz. Wichtiger Teil also die neutrale Beratung, die von den Energieberatern gegeben wird. Oder hier da hinten sehen Sie ja Expedition N, wo wir aufklären über Energieeffizienz, Energieeinsparen, Klimawandel und so weiter. Beratung aus erster Hand, Tipps und Anregungen für die eigenen vier Wände. Für viele sind Baumessen der erste Schritt, sich über mögliche Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen zu informieren. Es gibt zu allen Themen verschiedene Aussteller, das heißt, ich kann auch vergleichen. Und deswegen sind Baumessen oder auch Themenmessen immer wichtiger, weil die Menschen mit bestimmten Vorstellungen auf die Messe kommen und sie sehen dann natürlich konkret, okay, es gibt jetzt zum Thema Fertighaus zum Beispiel 6 Aussteller, ich kann vergleichen, kann mir das Thema natürlich Modernisierung, Energieeffizienz und so weiter alles anschauen. Es wird auf der Messe natürlich Gott sei Dank auch viel Geschäft gemacht. Es gibt also auch wirklich Transaktionen, es gibt viel Termine. Vereinbarungen. Also das Thema Nachgeschäft ist ein ganz elementares Thema und von der Seite aus lohnen sich natürlich die Baumessen. Die Messen verzeichnen einen guten Zulauf. Die Zielgruppe reicht dabei von jungen Paaren, die sich mit Neubau beschäftigen, bis zu jungen Rentnern, die über Modernisierung oder Sanierung nachdenken. Das Thema Bauen ist im Trend. Wer sich jetzt ebenfalls informieren möchte, kommende Messen sind die Hausholzenergie vom 10. bis 12.04. in Stuttgart und die Mein Zuhause am 18.04. in Lindau. Wenn Sie vorhaben zu bauen, nutzen Sie also die Baumessen hier in der Region. Bei uns geht es nun weiter mit den spannendsten Nachrichten rund um das Thema Bauen und Wohnen, unter anderem mit der Reinigung der Solaranlagen. Hauseigentümer sollten im Frühjahr den Zustand ihrer Solaranlagen überprüfen lassen. Laub und Verschmutzungen sowie Schäden durch Hagel, Schnee oder Eis können die Leistung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen erheblich einschränken. Der Check sollte in jedem Fall vom Profi durchgeführt werden. Spezialisierte Handwerker kontrollieren die Funktionsfähigkeit, reinigen bei Bedarf Module und Kollektoren und beheben Schäden an der Anlage oder den Anschlüssen. Auch finanziell lohnt sich der Frühjahrscheck. Mehr als 3/4 des Solarertrages fällt im Halbjahr zwischen April und September an.
Wer einen Raum neu tapeziert, sollte beim Tapetenkauf auf die richtige Menge achten. Die Faustregel lautet: die Länge aller Wände mal die Raumhöhe geteilt durch 5. Die 5 ergibt sich aus den Maßen einer Tapetenrolle. Die hat in der Regel eine Breite von 0,53 Metern und eine Länge von 10,5 Metern. Somit reicht eine Rolle für rund 5 Quadratmeter Wandfläche. Extra Schnittreste müssen nicht eingeplant werden, wenn Türen und Fenster als Wandfläche eingerechnet werden. Bei gemusterten Tapeten benötigt man eventuell mehr Material, da sie möglicherweise mit Versatz geklebt werden müssen. Tapezieren sieht einfacher aus, als es in Wahrheit wirklich ist. Wir sehen uns nach der Werbung gleich wieder, dann mit dem Thema Badtrends 2015. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Sie haben ein Baumproblem? Forst- und Baumdienst Gruber hat die Lösung. Beratung, Fällen, Schneiden, Sanieren, Entsorgung, Fräsen der Wurzelstöcke und Neuanpflanzung. Forst- und Baumdienst Gruber, Horgenzell. Und hier soll ich baden? Da haben Mama und Papa wohl noch nie was von Geismeier Baustoffe und Fliesen gehört. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Jeden Sonntag Schausonntag bei Geismeier Baustoffe und Fliesen in Tettnang. www.geismeier.de. Planerküchen machen Freude. Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg, Jahnstraße 48. Planerküchen. Funktioniert nicht immer. Seit 30 Jahren führend auf unserem Gebiet. Wir planen und fertigen nach Ihren Wünschen. Perfekte Qualität für eine perfekte Operation. Weber Instrumente, Ihr Ansprechpartner für hochwertige chirurgische Werkzeuge und Silikonformteile für den medizinischen Gebrauch. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Wie sieht für Sie das perfekte Bad aus? Wir wollten es von Ihnen wissen und haben uns in Singen umgehört. Mein perfektes Badezimmer. Also es müsste eine gute große Badewanne haben, am besten mit Lichter noch ein bisschen oder so drum und dran. Ja, einen großen Spiegel müsste drin sein. Ja, es müsste einfach modern aussehen. Ja, heutzutage hat man modernere Farben, viel buntere wie früher. Wir haben noch ein anderes Bad, wir haben noch ein beiges Bad. Aber ja, wir waren jetzt alt bei uns, bräuchte wahrscheinlich die Waschbecken tiefer sein, dass man mal vielleicht mit dem Rollstuhl runterfahren könnte oder eine Dusche, wo man reinfahren kann. Ja, es sollte auf jeden Fall eine schöne große Badewanne. Das reicht mir eigentlich schon. Ich bin nicht so die, wo ewig in ein Bad braucht. Pflegeleicht, schön hell und einfach so viel Platz, dass man sich gut bewegen kann. Braucht aber kein Transparenz sein. Es soll ein Funktionsraum, so soll es auch bleiben. Weiß-schwarz. Mit Dusche, Badewanne. Ja. Und groß. Eine große Badewanne mit Fenster und allem. Ja. Irgendeine bestimmte Farbe? Weiß. Ja. Ganz klar hell.
hell und rein und sauber. Und alles plättet, alles voll Fliesen. Ja. Ohne hohen Einstieg und alles schon flach. Super, danke. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss. Eine große Dusche mit einem Rainfall an der Decke und eine richtig schöne Badewanne. Das wäre mein Traumbad. Aber Träume gibt es viele. Welches die Badtrends 2015 sind, das sehen Sie jetzt. Schon lange entspricht das klassische Badkonzept vom reinen Nutzraum nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Das Badezimmer erlebt einen Wandel vom Waschzimmer zum Wohnraum. Als Rückzugsort aus dem hektischen Alltag wird es immer wichtiger und damit auch die Gestaltung und das Design des Bades. Dies ist natürlich immer individuell, doch auch 2015 gibt es Trends. Was immer Wunsch ist, ist natürlich Boden eben barrierefrei. Vor allem fugenlose Bäder, wo wir sehr auf Spachteltechniken setzen. Also Spachteltechnik ist immer angesagt, keine Fugen in dem Bad. Holzoptik ist sehr gewünscht. Ich denke mal, das sind eigentlich so ein bisschen die meisten Kundenwünsche, aber letztendlich Trend ist Kundenwunsch. Das wohnliche Konzept spiegelt sich auch in den Materialien wider. Fliesen aus den 70er und 80er Jahren sind passé. Fliesen auf dem Boden sind kein Muss mehr. Der Trend zurück zur Natur hat auch in den Badezimmern Einzug gehalten. Ein Holzboden gibt eine gemütlichere Atmosphäre, Glas ersetzt Kunststoff. Wer ein neues Bad plant, sollte sich vorab gut überlegen, wie Formen und Farben aussehen sollen. Wichtiger als Trends ist dabei immer das persönliche Empfinden. Farbtrends im Bad, da würde ich abraten, weil ein Trend ist immer dieses Jahr so, das nächste Jahr ganz anders. Bei der Farbwahl gilt eine Grundfarbe und maximal 2 bis 3 Begleitfarben. Und diese sollten aufeinander abgestimmt sein. Farben wirken sich natürlich auf die Psyche aus. Zum Beispiel ein Raum, der in Blau, in passiveren Farben gehalten wird, in passiveren, kühleren Farben gehalten wird, diesen Raum empfinden Sie 2 bis 3 Grad kühler als ein Raum, der mit warmen Farben ausgestattet ist, mit viel Rot, Braun oder harmonischen Farben einfach. Das Badezimmer als Treffpunkt, diese Tatsache verändert auch die Vorstellung vom Raumkonzept. Längst planen Designer nicht mehr nur entlang der Wände. Das Waschbecken oder die Badewanne können auch mittendrin stehen. Wer heute neu baut, plant für das Badezimmer meist mehr Platz ein. Doch auch wer wenig Raum zur Verfügung hat, kann sich seinen Traum von der Wellness-Oase erfüllen. Man kann aus einer Notlösung ein schönes Gimmick machen. Wir machen Podeste draus, wir machen Beleuchtungen draus. Und somit ist diese Notlösung ein schönes Gimmick in dem Bad und somit wieder Trend. Das Badezimmer, der Raum, um den sich früher kaum gekümmert wurde und der von Funktionalität geprägt war, kann heute vieles sein. Vor allem aber ein Ort, an dem man gerne Zeit verbringt. Interessant, was heute in Sachen Badgestaltung schon alles möglich ist. Ein weiterer wichtiger Raum bei Ihnen zu Hause ist die Küche. Und deshalb gibt es kommende Woche bei Bauen und Wohnen die Küchentrends 2015. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss! Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.